herzliches Hallo an dich und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und mein Name ist Sarah Rogalski, wie du sicherlich schon erfahren hast, ja zumindest gelesen, falls es hier tatsächlich deine erste Folge ist, dann herzlich willkommen. Ah, ich muss erstmal atmen, ja, weil das wird hier eine absolute Freestyle-Folge. Ich bin sehr gespannt, du darfst auch gespannt sein. Und warum Freestyle, was meine ich damit? Ich spreche ja eh ganz frei aus dem Herzen, aber normalerweise, wenn eine Podcast-Folge entsteht, dann empfange ich da ein Thema. Also ich kann das nicht strukturiert machen, aller jetzt kommt da einmal in der Woche was oder alle zwei Wochen oder so, sondern ich gebe nur noch Folgen raus, wenn sich ein Thema zeigt. Und das hat es jetzt getan. Und wenn ich dann dieses Thema empfange, ja, dann setze ich mich hin und schreibe binnen ein, zwei Minuten ja, so ein paar Stichpunkte runter, dass es dann eben auch rund wird und was mir wichtig ist zu sagen, was da raus möchte. Und ich habe keinen Zettel jetzt vor mir liegen, sondern ich spreche ganz frei raus. Und bevor wir hier gleich in diese Freestyle-Folge reinstarten, ja, bist du überhaupt richtig hier? Ja? Was zeichnet diesen Podcast aus? Für was für Menschen ist dieser Podcast gemacht, gedacht? Natürlich darfst du dich komplett eingeladen fühlen, wenn du mit mir in Resonanz gehst, wenn dich hier irgendetwas zieht, ob jetzt am Titel, am Podcastnamen oder an meiner Person. Ja, wenn dein Herz sagt, diese Folge schenkt dir irgendetwas, ein Baustein, eine Inspiration, was dir und deinem Leben dienlich ist, dann bist du hier genau richtig. Grundsätzlich ziehe ich Menschen an, die hochsensibel sind, also die sehr viel fühlen, die sehr empathisch sind, die gerne mit sich alleine sind, ja, viel Raum brauchen, gerne in der Natur sind, mit Tieren sind und die sich mit Sinnfragen beschäftigen und ja, so ein Bedürfnis danach haben, einfach frei zu sein. Einfach man selbst zu sein, in Leichtigkeit zu leben, Freude, Liebe, also in High Frequency. Und bevor wir hier richtig reinstarten, diese Folge, möchte ich nochmal ankündigen, dass ja letztmalig, also startet zum zweiten und damit auch zum letzten Mal mein Online-Kurs Heile dein Herz. Es geht über 6 Wochen, sehr intensiv und ich begleite das in Live-Calls, die dann einmal pro Woche stattfinden, wo du mir Fragen stellen kannst zum aktuellen Modul, die alle aufeinander aufbauen. Und Ziel ist es, der Untertitel ist, lebe befreit. Und das sagt schon alles, ja, heile dein Herz, lebe befreit. Und darum wird es hier auch viel gehen. Ich nehme dich auch wieder rein mit in mein Leben. Damit starte ich gleich und du merkst jetzt schon, ne? Ich merke, wo ist mein Zettel? Freestyle, ach ja, Datum fehlt noch. Willkommen in meiner Welt, willkommen in meinem Sarah-Kopf. Also es startet passenderweise an Ostermontag am 5. April, es ist dieses Jahr. Und du kannst dich anmelden bis zum 3. April. Ja, alle Informationen findest du auf meiner Website sararogalski.com. Packe ich auch in die Shownotes und jetzt will ich dich nicht länger aufhalten und ja, Zeit ist kostbar, deswegen springen wir jetzt direkt rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören. Okay, let's go. Also, der Titel, warum es das Sicherste ist, du zu sein und warum es uns so schwer fällt. Ich möchte damit starten, dass ich dich ganz ehrlich mit reinnehme in mein Leben, was die letzten Tage so passiert ist. Und es ist immer wieder spannend, dann am Ende Rückschlüsse zu ziehen, à la, du kannst dein Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Denn, wie du schon weißt, heile dein Herz startet. Und ja, ich hatte wirklich die letzten Tage, Wochen einen richtigen Struggle, also ein totales Luxusproblem, ja, muss ich auch ganz klar sagen, weil ich gespürt habe, dass mir so die Resonanz fehlte zu dem ganzen Thema. Warum? Weil, das habe ich ja auch schon in Social Media, falls du mir da folgst, auf Insta oder Facebook, habe ich auch schon mit euch geteilt, dass ich mich gerade in so einer Zwischenwelt befinde. Also da passiert ganz viel in mir. Ich fühle mich so total bei mir angekommen und so befreit. Und das möchte neuen Ausdruck bekommen.
Es hat auch viel mit etwas sterben lassen zu tun, was auch wieder ein Prozess ist, der Raum braucht und der eben alle menschlichen Gefühle mit sich bringt, ja, mit Angst und Sorgen, Gedanken und ja, allen möglichen Dingen, die dann einfach rebellieren, ja, der Verstand wird laut, die Ängste werden laut, alte Programmierungen tauchen nochmal auf und ich hatte dieses Problem, dass ich mich in so einem Spagat fühlte. Also ein Teil in mir dachte, ja, vielleicht soll Heile dein Herz gar nicht mehr stattfinden, aber das fühlte sich einfach nicht stimmig an. Nein, das findet statt. Es findet statt, definitiv, aber ich konnte mich nicht richtig damit verbinden. Aus dem einfachen Grund, ich weiß, Achtung, Triggerwarnung, ein Luxusproblem, weil ich wochenlang in dieser High-Frequency-Energie war. Was meine ich damit? Ich war einfach so in Leichtigkeit. Ich habe tiefen Frieden empfunden, egal was war. Also ich fühlte mich so untriggerbar, ja, komplett frei mit mir verbunden, in bedingungsloser Liebe, Freude, Leichtigkeit, komplett im Hier und Jetzt, in so einer ganz hohen Schwingung. Und dann zieht man ja auch Entsprechendes in sein Leben und Zeichen und Begegnungen und alles magisch geführt. Ja, so ging es mir. Und das ist auch Ausdruck dessen, was in die Welt kommen möchte Mitte des Jahres. So viel sei schon mal verraten. Aber für mich war echt dieses Problem, okay, Heile dein Herz soll stattfinden, aber irgendwie, ich kann mich da gar nicht mehr reinfühlen. Warum entsteht überhaupt dieses Programm? Oder warum gibt es das und warum mache ich das nochmal? Weil es mein Leben komplett transformiert hat und auch das von vielen Menschen, die das schon durchlaufen haben. Und zwar ist es ein völlig anderes Leben, wenn wir mit offenem Herzen sind, ja, einfach frei uns fühlen, einfach sein können und nicht andauernd mit diesen Herzmauern rumlaufen, ja, dass es eng wird, dass wir getriggert sind und uns dann persönlich angegriffen fühlen, uns verletzt fühlen, dann Schutzbarrieren aufbauen. Ja, und dann spüren wir Trennung und nicht nur zu anderen Menschen, sondern ja, wir schneiden uns ab von dem, was unser Geburtsrecht ist. Von der Lebensfreude, von der Leichtigkeit, von der Fülle auf allen Ebenen. Fülle an Materiellem, aber genauso an ja, wunderschönen Gefühlen, wunderschönen Begegnungen, ja, Menschen, Kontakten. Und ich weiß, dass man sich das kaum vorstellen kann, wenn man gerade nicht da ist in diesem Zustand. Denn das durfte ich die letzten Tage fühlen und erleben, wofür ich jetzt wieder dankbar bin. Ich bin jetzt dabei, ich spüre so, ich bin wieder bei mir, ja, ich schwinge mich langsam hoch, ich bin noch nicht ganz dabei, High Frequency, ja, das ist völlig okay, das soll jetzt genauso sein. Und ich spüre auch so eine Dankbarkeit, weil ich mich jetzt wieder komplett mit den Inhalten von Heile dein Herz identifizieren kann. Jetzt fühle ich mich da wieder nah, weil du musst dir vorstellen, ja, wenn du in Resonanz gehst mit Heile dein Herz und das Gefühl hast, ja, ich möchte innere Freiheit, äußere Freiheit, all das, was zu High Frequency gehört, ich möchte mich leben und all das, was zum Himmel auf Erden dazugehört, in mein Leben ziehen, ja, dann habe ich den Anspruch an mich, dass ich mich mit dir verbunden fühle. Das ist für mich Authentizität, das ist für mich Verbundenheit. Und ich fühlte mich so weit entfernt davon, dass es mir, natürlich habe ich das noch in Erinnerung, ja, ich bin ja mein Leben lang durch so einen Schmerz gegangen. Ich war so dicht, also mein Herz war einst so zu, dass ich nur noch funktioniert habe, wie man in diesem System funktioniert, das, was einem halt so suggeriert wird von der Gesellschaft. Aber ich habe nicht mehr gelebt. Ich habe funktioniert, ich hatte keine Gefühle mehr. Und das war schrecklich. Das war schrecklich. Und es war ein Weg, mich daraus zu befreien. Das ist der Inhalt von Heile dein Herz. Aber das wusste ich alles noch, aber ich konnte gefühlt da nicht mehr andocken. Und jetzt kann ich es durch die letzten Tage. Ja, ich werde noch berichten, dich gerne damit reinnehmen. Und jetzt freue ich mich unendlich auf Heile dein Herz, ja, weil ich mich jetzt jeder Person, die da Teil der Reise ist, wieder so verbunden fühle und so nah. Und das ist genau das. Ja, das ist mein Learning der letzten Tage, so diese Nahbarkeit und Verletzlichkeit, die ich mir mein Leben lang immer nicht so wirklich zugestanden habe, wie wertvoll die ist und wie verbindend. So, was meint erstmal dieser Satz, dass es das Sicherste ist, du zu sein. Du bist ein absolutes Unikat.
ein absolutes Unikat. Überleg dir das mal, ja, wie viele Menschen es auf diesem Planeten gibt. Wie unfassbar viele. Aber kein einziger ist so wie du. Ja, vielleicht es gibt ähnliche Typen und so weiter, ja. Aber niemand ist so wie du. Niemand hat diese Gedanken, diese Erfahrungen, diese Gefühle, diese Prägung, diese Träume, diese Ziele, ja, diese Rückschlüsse. Du bist sowas von einzigartig. Und das macht dich, allein das macht dich zu einem riesigen Geschenk für diese Welt. Auch wenn uns das oft nicht bewusst ist oder ja, wir das dann oft sehr negativ sehen. Und der zweite Part, ja, warum uns das so schwer fällt. Als Kinder sind wir noch die, die wir sind. Viele bleiben aber nicht lange so. Ja, ich bin zum Beispiel schon gar nicht als ich selbst sozusagen auf die Welt gekommen, weil ich im Mutterleib etwas Traumatisierendes erlebt habe. Ich kam schon sehr, sehr, also wenn ich an meine Kindheit denke, ich kann mich nur an eine ängstliche Sarah erinnern, ja. Aber die Kinder, die ich so beobachte, die sind erstmal, die sind komplett frei, bis dann irgendwann das Ego dazukommt. Sie verstehen, ah, okay, die Menschen reagieren auf mich. Ah, okay, jeder Mensch reagiert anders auf mich. Und es ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, sich dazugehörig zu fühlen und sich nach Liebe und Anerkennung zu sehnen. Wir brauchen Liebe, um zu überleben. Brauchen wir. Ja, und Liebe nicht mal als Liebe, sondern Liebe als Aufmerksamkeit, Energie. Das brauchen wir, sonst stirbt ein Säugling, wenn wir das nicht haben. Ja, auch wenn wir physisch und alles versorgt sind. Wir brauchen diese Zuneigung, diese Aufmerksamkeit. Ein jedes Kind entwickelt früher oder später Strategien und weiß, ah, okay, bei dem Menschen muss ich so sein, damit ich die meiste Aufmerksamkeit erhalte. Bei manchen geht das in so eine Richtung, dass sie sich dann halt sehr anpassen und immer genau die Maske aufsetzen, wo sie wissen, die wird besonders geliebt und gewertschätzt. Zu der Sorte gehörte ich, ja. Und es gibt die, die total rebellieren und genau das krasse Gegenteil machen, um so auch ganz viel Fokus und Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir haben alle unsere Strategien, weil auch eine negative Aufmerksamkeit ist immer noch besser, als ignoriert zu werden. Ja, und so fängt das schon sehr früh an, dass wir uns Masken aufsetzen. Dass wir uns nicht fragen, okay, oder es hat so einen Rattenschwanz, ja. Mir kam gerade dieser Gedanke, warum ist das denn so? Ja, warum ist es so, dass wir dafür kritisiert werden? Und es ist so, weil die Menschen, vor denen du dann eine Maske aufsetzt, welche auch immer, ja, positiv oder negativ, das tust du, weil du weißt, dass dieser Mensch auf dein Verhalten, deine Emotionen oder was auch immer, was ihn da triggert, reagieren wird. Aber warum reagiert der Mensch? Warum kann er dich als Kind nicht einfach so sein lassen, wie du bist? Weil er seinen eigenen Schmerz darin wiedererkennt. Eine Mutter, die gelernt hat, nie weinen zu dürfen, ja, die immer stark sein musste, kann es kaum aushalten, wenn ihr Kind weint. Ja, das sind dann meistens die Mütter, die dann ja über alle Maßen hinaus das Kind ablenken und das schnell irgendwie befriedigen wollen, dass es bloß aufhört zu weinen oder wenn es ja keinen Erfolg hat, sondern sagt, ach, jetzt reicht's aber auch mal, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt so schlimm ist es auch nicht und so weiter und so fort. Ja, und schon wird ein Schmerz, ein emotionaler Schmerz im Kind ausgelöst und sorgt für eine Herzmauer. Ich sage gleich noch, was genau das ist und wie die ausgelöst werden, ja, weil jeder Mensch ist da auch ganz individuell. Aber es sorgt für einen Schmerz in dem Kind, weil das Kind hat ja nicht die Möglichkeit zu reflektieren und zu sehen, ah, okay, meine Mama hat das und das in ihrer Kindheit erlebt und deswegen kann sie das nicht ertragen, dass ich so bin. Mit mir hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist der Schmerz meiner Mama. Also es hat einfach nichts mit mir zu tun. Das Kind bezieht alles auf sich. Und das Kind denkt, okay, krass, so bin ich falsch. Ja, wie bin ich denn dann richtig? Und dann entwickeln wir Strategien. Bis heute, ja, es laufen so viele erwachsene Menschen rum und ich sehe so viele innere verletzte Kinder. Und diese verletzten inneren Kinder wollen Heilung erfahren. Was heißt Heilung? Ganz werden. Die wollen ganz werden.
Und das heißt nicht, da fehlt was, ja, weil wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann muss da erstmal ganz viel rein und so. Nein, wir müssen uns entwickeln, nicht noch was draufpacken, ja. Wir haben uns Masken aufgesetzt. Also ich meine, diese Situation, die wir gerade da draußen haben, ja, ist eine Verbildlichung dessen, was wir schon seit Jahrhunderten betreiben, ja, innerlich. Wir setzen uns Masken auf. Und unsere Innenwelt bestimmt die Außenwelt, ja, und unsere kollektive Innenwelt bestimmt die kollektive Außenwelt. Genau. Und jetzt zu dem, wie die Herzmauern überhaupt entstehen. Es kommt immer auf unsere Wertung drauf an. Immer auf unsere Wertung, weil für den einen passiert eine Klitzekleinigkeit und es tut unfassbar weh, und dem anderen macht es überhaupt nichts. Ja, wir haben dann unsere eigene Wertung über diese Dinge. Eine Herzmauer entsteht immer dann, wenn wir etwas erleben und es uns trifft wie so ein Schlag, ja, und heftige Emotionen kommen und die überfordern uns, die übermannen uns und wir wissen überhaupt nicht, mit denen umzugehen. Und dadurch, dass wir ja als Kinder auch nicht gelernt haben, mit Gefühlen, mit Emotionen umzugehen, schleusen wir die ein. Das meinte ich eben, dann passieren diese Strategien, ja. Aber erstmal, okay, es fühlt sich an wie ein Messerstich ins offene Herz, ja, und dann so, au, okay, plopp, ich mache erstmal zu. Erstmal nichts mehr fühlen. Und dann entwickeln wir Strategien, einmal um Emotionen zu unterdrücken, das nicht zu fühlen, zum Beispiel, dann lenken wir uns ab, vielleicht als Kinder mit Spielen oder mit irgendwie Naschen oder was auch immer, ja, was heute bei den Erwachsenen so aussieht, ja, wir lenken uns auch ab. Und diese aktuelle Situation raubt uns viele dieser Ablenkungsmöglichkeiten. Es ist alles kein Zufall, ja, was hier so passiert. Wir lenken uns ab, indem wir uns immer wieder ausjammern und ausheulen bei einer guten Freundin oder einem guten Freund, ja, um erstmal den ganzen Müll loszuwerden, aber dann nichts zu verändern. Das ist immer nur oberflächlich. Oder wir sind übermäßig in irgendetwas. Ja, übermäßig ehrgeizig, stecken unseren Fokus in unsere Karriere, in unser Business. Oder emotionales Essen, ja, shoppen, feiern, Alkohol, Drogen, all diese Ablenkungsstrategien haben wir. Und es ist so wichtig, dass wir uns diese Mauern nehmen. Wovor haben wir Angst? Warum fällt es uns so schwer, so zu sein, wie wir wirklich sind? Weil wir irgendwann als Kinder begonnen haben zu glauben, so genüge ich nicht. Ja, angenommen, wir bleiben mal bei dem Beispiel mit dem Kind, was weint und die Mama kann das nicht aushalten, weil sie da einen eigenen Schmerz mit sich trägt, weil sie, ne, da mal irgendwie eine negative Erfahrung mit ihren Eltern, mit den Bezugspersonen gemacht hat und dann hat sich bei ihr was eingeschleust und dann gibt sie das weiter und das Kind bezieht es auf sich und das Kind denkt sich, ah, okay, wenn ich so bin, werde ich weniger geliebt. Und das will ich ja nicht, weil ich brauche das ja. Ich bin ja abhängig von dieser Liebe. Und deshalb fällt es uns so schwer bis heute, nur dass es uns überhaupt nicht mehr bewusst ist. Es sind uralte Glaubenssätze. Und das, warum ich mich jetzt all denjenigen wieder so tief verbunden fühle, ja, die noch Herzmauern haben, es war so ein langer Prozess. Und das Schöne ist aber, dass die Zeitqualität wirklich dafür sorgt, dass es so blitzartig geht. Ja, ich beobachte das bei so vielen, dass diese Heilung viel, viel, viel schneller passiert. Und allein dieser Prozess ist befreiend. Ja, wenn man das einmal erlebt hat, und das ist das, wo ich dich halt so gerne an die Hand nehmen möchte mit Heile dein Herz, ja, wo alles an Inhalten drin ist, die ich für mein Leben angewendet habe und jetzt vor ein paar Tagen auch wieder angewendet habe. Ja. Erfolgreich. Und da möchte ich dich teilhaben lassen. Ja, weil es so spannend ist, das alles zu beobachten. Weißt du, du musst dir vorstellen, dass wenn du eine Herzmauer hast, alles, was wir uns ersehnen, ist ja schon in uns und wir können es dann aber nicht fühlen. Ja, wenn wir mit einem Schutzpanzer rumlaufen, ich sehe gerade so ein Bild vor meinem inneren Auge, wie willst du etwas empfangen und offen sein, ja, wenn du deine beiden Hände nicht offen vor deiner Brust hast, sondern damit ein Schutzschild vor deinem Herz hält. So immer dieses, oh, eigentlich will ich, aber oh, das könnte wehtun. So, eigentlich will ich, aber nee, es könnte wehtun. Und dann machen wir immer wieder dicht. Und dann zeigen wir mit dem Zeigefinger auf andere Menschen und sagen, ja, du hast mich verletzt oder nur wegen dir. Und wärst du so, dann wäre es alles leichter. Und das ist
Bullshit. Ja? Das ist einfach Quatsch. Einfach Quatsch, weil wenn ein Finger auf einen anderen Menschen zeigt, ja, dann zeigen gleichzeitig drei in deine Richtung. Hast du darüber schon mal nachgedacht? So, es geht immer um dich. Deine Außenwelt spiegelt dir deine Innenwelt und spiegelt dir deine tiefsten Überzeugungen. Und ich möchte dir heute eine meiner tiefsten Überzeugungen offenbaren, was mir schon lange bekannt war, aber irgendwie musste sich da nochmal was lösen. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich wusste das alles, ich habe das so mit dem Verstand begriffen und habe davon viel gelöst. Und es war echt so, als wenn da nochmal so dieser letzte Schwall und so eine ganz tiefe Erkenntnis, so ein, ah, okay, als wenn dieser Glaubenssatz, diese Prägung resettet wurde. Es ist ein so unfassbar großes Geschenk. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal davon, damit du anknüpfen kannst und schauen kannst, wo im Leben hast du denn irgendwie noch eine Herzmauer. Ja, Herzmauern zeigen sich übrigens immer so, daran spürt man es am allerbesten, dass etwas passiert, meistens ausgelöst durch einen Menschen. Ja, eine Person sagt etwas zu dir oder verhält sich entsprechend. Das kann auch ein Tier sein oder irgendwas, was du mitbekommst. Ja? Vielleicht von deiner besten Freundin, eine Person, die dir nahe steht. Aber irgendwas passiert und du merkst, es triggert dich. Es ist erstmal ein Schmerz da und dann ist es so plopp. Da geht irgendwas zu. Man fühlt es oft auch physisch. Also ich merke dann richtig, wie mein Herz eng wird, wie die ganze Brust sich zuschnürt, ich nicht so wirklich tief atmen kann. Und ich werde irgendwie kalt. Also irgendwie ist da Schmerz, aber gleichzeitig ist es auch, kriegt man so eine Scheißegal-Haltung, ja? So ein Pff, ist mir doch egal. So was aufgesetzt ist, um sich zu schützen. Ja? Wir versuchen uns das dann alles schön zu reden und irgendwie was einzureden. Wie gehen die meisten Menschen jetzt mit so einer Herzmauer um? Richtig, sie lenken sich ab. Ne? Und dann fühlt man das irgendwann nicht mehr. Aber dieser Stich da rein, das ist ein Geschenk, das ist ein Segen. Wenn dich jemand anderes da triggert, das ist dann nicht, oh, wegen der Person, jetzt geht es mir schlecht. Nein, die hat nur etwas in dir aufgedeckt, was eh schon in dir war. Und das gibt dir eine unglaubliche Macht zurück. Deine Schöpferkraft, ja. Du bist nicht ein abhängiges Opfer von irgendwem, sondern du hast jetzt die Chance, da etwas ganz Tiefgreifendes zu heilen, damit du auch andere Dinge in dein Leben ziehst. Denn guess what? Es ist so spannend, ja, weil du hast, ich fange mal so an, also du als dein ureigener Wesenskern hast eine Ausstrahlung. Das ist uns allen bekannt. So, wenn dein Sein ganz frei schwingt, heile dein Herz, lebe befreit. Ja, wenn all diese Mauern weg sind, all diese Schutzschichten, hast du deine Schwingung. Unsere Schwingung ist im Kern dieselbe. Wir haben hier alle unsere Gabe, ja? Das, was wir weitergeben, unser Geschenk für die Welt. Aber was wir automatisch anziehen, wenn wir in dieser hohen Schwingung sind, einfach in unserer ureigenen Frequenz schwingen, ziehen wir, Achtung, Fülle, Liebe, Leichtigkeit, Freude, all das in unser Leben. Das, was uns alle unkonditionierten Kinder und Tiere vorleben, dieses einfach Sein, das ist unser Ursprung. Was aber passiert, wenn wir Herzmauern haben, ja, wenn sich da irgendwelche Emotionen einspeichern, haben wir auch eine Ausstrahlung. Aber genau die Ausstrahlung, die sendet das aus, wovon du überzeugt bist und das ziehst du an. Ja, das, was du über, wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich muss gerade an meinen Vater denken, ja, der hatte immer den Glaubenssatz, verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. Und natürlich hat er diese Erfahrung auch immer wieder gemacht, weil das war ja seine Schwingung. Da hat er genau solche Menschen in sein Leben gezogen, auf die kein Verlass war. Und wenn das aber gelöst ist, ja, wenn zum Beispiel das auch dein Glaubenssatz ist, ja, oder du hast einen anderen Glaubenssatz, das wird gleich wahrscheinlich noch sichtbarer, wenn ich mein Beispiel dir erzähle, dann ziehst du genau solche Menschen an, die darauf anspringen, die darauf reagieren. Ja, und bei mir war es echt so, dass übrigens, wenn sich so ein Thema ankündigt, es ist ein Segen, wenn wir wissen, damit umzugehen. Wenn wir uns ablenken, wie gesagt, dann fühlen wir das irgendwann nicht mehr. Dann kommt die nächste Person XY, die das wieder triggert und wieder und wieder und wieder. Und das Leben macht immer mehr Druck, bis du es irgendwann kapiert hast und es löst. Es ist alles für dich. Das Leben ist immer für dich. Es macht dich darauf aufmerksam. Hey, schau mal hin, da ist was und das will weg. Es will
heilen, du willst ganz werden zu dem oder die, die du wirklich bist oder der du wirklich bist. Ja, und wenn ein Thema bei mir anrollt, das bauscht sich dann schon so über mehrere Tage an, dass ich schon merke, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da im Busch, ja. Und dann fühle ich mich irgendwie unwohl und ich kann es aber nicht greifen. Ich kann es nicht greifen und dann kommt meistens so ein Trigger, klein oder groß. Es ist auch völlig, ja, Banane, völlig gleich. Aber es kommt dann ein Trigger, der so richtig da reinpiekt in diese Wunde. Und dann kommt der Schmerz. So, und früher wusste ich damit auch überhaupt nicht umzugehen. Früher hatte ich auch meine Ablenkungsstrategien. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mich diesem Schmerz komplett hingegeben. Also erstmal Ja gesagt und gefühlt, ja, und bin da tief rein. Und erstmal fühlen, erstmal zulassen, dem ganzen Raum geben, weil dadurch entlädt sich das. Dadurch geht es raus aus deinem Energiesystem, das Gefühl. Es will einfach nur gefühlt werden. Und es möchte einen Irrglauben aufdecken. Das Ganze möchte mit der Wahrheit durchleuchtet werden. Weil all diese Herzmauern, alle Herzmauern, bestehen auf einem Irrglauben. Du denkst oder dachtest, okay, meine Mama hat mich weniger geliebt, wenn ich traurig bin. Ich darf nicht traurig sein. Aber das ist deine falsche Überzeugung. Und es geht darum, die Wahrheit dahinter zu sehen, nämlich zu sehen, hey, es hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja, meine Mutter hat jederzeit aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt und die hatte selbst eine Wunde. Die hatte selbst eine Wunde. Es hatte nie was mit mir zu tun. Das wäre eine Variante, das aufzulösen. Und bei mir war die tiefe Überzeugung, dass wenn ich schwach bin, also heftige Emotionen habe, egal welcher Art, wenn ich einfach zu viel bin, ja, und ich vielleicht traurig bin, im Drama bin, dass ich dann verlassen werde. Und da gibt es auch einen Kernpunkt, den ich mal gesehen habe in einer Rückführung. Also in meiner Kindheit hat sich da ein Thema gezeigt. Und wie sich dann auch bestätigt hat, ist es tatsächlich so passiert. Ich hatte das überhaupt nicht mehr in meinem Wachbewusstsein. Was es jetzt im Detail war, kann, beziehungsweise möchte ich jetzt nicht erzählen, weil das ja nicht nur mich betrifft, ja. Und du weißt, ich bin hier mal ganz offen, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, ich darf das schützen, ja, aus Respekt der anderen Person gegenüber, die involviert war und ist. Auch wenn ich direkt sagen kann, ich bin so dankbar und ich bin im tiefen Frieden, weil, und das ist übrigens immer so, ich habe diese Wunde schon mitgebracht. Diese Wunde war schon in mir und deshalb hat diese Person das antriggern können. Das sehen wir halt oft nicht. Ne? Wir denken ja, nur wegen der Person habe ich jetzt dieses Thema. Nein, wir sind das. Wir sind die Schöpfer. Ja? Wir senden diese Energie aus und empfangen dann entsprechende Reaktionen und bewerten das dann. So, es ist damals also etwas passiert. Da war ich so roundabout 2-3 Jahre alt. Ich hatte einen Tobsuchtsanfall. Und dann ist halt diese eine Sache passiert, wodurch dieser tiefe Glaubenssatz in mir gesät wurde, okay, ich darf nicht zu viel sein, weil dann werde ich verlassen. Und zwar so verlassen, dass ich niemanden mehr habe. Also ich hatte wirklich, ich sah mein physisches Leben bedroht, ja, und auch ja, mein emotionales, weil es um die einzige Person ging, die ich gefühlt hatte. Und das hat sich in mir eingeschleust wie so ein tiefer Schock, ja. Traumata sind ja immer diese Schockmomente, wo es zu viel wird und wir wissen nicht, damit umzugehen. Und dann, weil wir es nicht besser wissen, bauen wir Mauern. Und seit ich zurückdenken kann, ja, mein Leben lang hat sich dieser tiefe Glaube durchgesetzt und durchgezogen und wurde natürlich immer wieder bestätigt. Das ist ja auch das Fiese, dass wenn du Prägungen hast und Glaubenssätze, die werden dir so lange bestätigt, bis du sie im Kern erkennst und diese Wunde heilst. Und so lange ziehst du dann entsprechende Reaktionen, Menschen in dein Leben und kannst immer wieder sagen, ja, siehste, wusste ich's doch, ja. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das sind die Überzeugungen, die dir das Leben spiegelt, bis du neue Überzeugungen wählst. Und das ist bei mir jetzt in den letzten Tagen passiert, wofür ich unfassbar dankbar bin, wo ich dich jetzt ein bisschen mitnehmen will, ja, um dich zu inspirieren, auch hinzuschauen, ja, und deine Wunden zu heilen, damit du eben frei schwingst. Und
High Frequency in dein Leben ziehst. So, was war bei mir das Thema? Also ich habe dir schon gesagt, der Glaubenssatz war, wenn ich in so einem Drama bin, dann werde ich verlassen. Und das führte dazu, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss stark sein. Ja? Immer, also Sarah hat immer die Lösung, ich war dann die Starke, immer schon, also seit ich zurückdenken kann. Das heißt nicht, dass ich dann nie traurig war oder irgendwie was, aber wenn das mal vor anderen Menschen passiert ist, dann fühlte ich mich grottenschlecht oder ich habe mich komplett eingeigelt, weil ich immer dachte, ich bin zu viel. Ich bin einfach mit den Emotionen, mit all dem, was dann gerade da ist, wenn ich einen Struggle habe, ich bin dann einfach zu viel. Und dann geht es einem ja eh schon dreckig. Und wenn dann noch die Sorge mitschwingt im Unterbewusstsein, dann werde ich noch verlassen von Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, die ich liebe. Dann ist es natürlich doppelt so schlimm und dann will man sich davor noch schützen. So war es bei mir. Und ich habe das im Laufe meines Lebens, dachte ich, komplett aufgearbeitet. Und es kam halt immer wieder dieser Schmerz, aber da war halt noch wirklich ein letzter Rest. Mir wurde bewusst, so dieses, den Großteil des Gefühls, ja, habe ich Ende letzten Jahres rausgelassen. Das war nämlich genau die Wunde, die wieder berührt wurde. Und da war aber diese Überzeugung irgendwie noch in mir. Und die kam jetzt hoch in den letzten Tagen. Dadurch, dass ich wieder gemerkt habe, okay, wow, da wird gerade was angetriggert, da kommt wieder diese, ich bin zu viel, ja, ich bin jetzt im Drama, es geht mir schlecht, ich darf mich nicht so zeigen. Und was ich auch sagen möchte, du kannst wirklich diesem göttlichen oder nenn es universelles Timing, ja, dem kannst du vertrauen. Du kannst diesem Timing des Lebens vertrauen. Es ist kein Zufall, dass wir länger eine Wunde mit uns tragen. Wir denken immer, oh, jetzt muss ich da schnell durch und jetzt dies und das. Und nein, deswegen bist du ja hier. Das ist deine Lebensaufgabe, dich zu entwickeln und dann deine Gabe nach außen zu tragen, ja, wenn du dich gefunden hast. Und auch schon vorher, du bist immer ein Geschenk. Auch mit all deinen Verletzungen und Wunden und Herzmauern. Ja, genauso wie du bist, bist du immer richtig. Zu jeder Zeit. Und unser Kopf denkt dann ja höher, weiter, schneller. Also das muss jetzt alles gelöst sein. Nein, wir bringen uns alle gegenseitig nach Hause. Dadurch, dass ich dann zum Beispiel auch mit meinen Herzmauern andere Menschen trigger und auf ihre Themen aufmerksam mache. Und andersrum. Das soll alles genauso sein. Es ist wie ein großes Schauspiel. Und ich zücke immer wieder meinen nicht vorhandenen Hut vor der geistigen Welt und denke, okay, Chapeau, Leute, das hätte ich mir besser nicht irgendwie ausdenken können, ja. In Perfektion. Und ich jetzt gerade wieder an die letzten Tage denke. Denn wir hatten ein Online-Event mit dem ALC, also der Authentic Leader Circle, wo ich Mitglied bin. Und das ist ein Verein von so wundervollen Menschen, ja, so Herzensmenschen, ja, wo sich, das ist so wie so ein Unternehmer zu Hause. Ja, die Unternehmer sind, die halt wirklich einen Unterschied in der Welt machen möchten und mit Herz dabei sind. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben, ja, und das heißt authentic, ja, authentisch. Und so habe ich mich an diesem Wochenende gezeigt, fühlte mich aber nur so semi-wohl damit. Ich habe es richtig gemerkt, ne? An vielerlei Stellen. Und dann passierte es sowohl in der Zweier-Session, die wir hatten, und dann noch in der Dreier-Session, die wir am nächsten Tag hatten, dass ich in beiden Tränen ausgebrochen bin, ja, und mich halt so schwach gezeigt habe mit dieser Herzmauer und mit dem, was gerade da war. Und ich wurde aber so wunderschön aufgefangen. Und da habe ich schon gemerkt, so, ah, okay, ja, voll schön, weil wenn ich mich so zeige, jetzt fühle ich mich diesen Menschen irgendwie noch verbundener. Also da ist noch mehr Nähe entstanden. Und das war schon so dieser kleine Klickmoment. Aber ich runde das gleich, aber ich erzähle mal noch weiter. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja schon gut, das ist ja schon rund. Ne? Aber ich habe auch gefühlt, irgendwas ist da noch. Und am Sonntagabend, heute ist, jetzt wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist Dienstag. Und Sonntagabend wusste ich schon, okay, morgen, Montag bin ich wieder in meiner Kraft. Aber ja, da wollte irgendwas noch sein, ja. Und ich habe am Sonntag eine liebe Freundin von mir getroffen zum Spazierengehen mit den Hunden. Und da war ich einfach so überhaupt gar nicht in meiner Kraft. Ich habe es richtig gemerkt, ja, wie ich war so genervt und so getriggert und so einfach so richtig ja. Und ich habe mich von vornherein entschuldigt und gesagt, boah, Steffi, ey, sorry, aber ich warne dich vor, ich bin heute echt kein Geschenk. Und dann meinte sie, ach, so ein Bullshit, Sarah, also du bist immer ein Geschenk. Und
jetzt sag das doch nicht. Und ich sage, naja, warte es ab, ja. So, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Naja, dann kam es tatsächlich so, ich habe eine Nachricht während des Spaziergangs bekommen, die mich so unendlich getriggert hat, die genau in die Wunde reindrückte, die ich dir so ein bisschen beschrieben habe, also wo ich 2, 3 Jahre alt war, genau die Wunde. Und da habe ich gemerkt, so, boah, es wurde mir alles zu viel. Also am liebsten hätte ich mich weggebeamt in irgendein Erdloch und hätte mich da ausgeheult und ausgetobt. Und da waren überall Menschen und Steffi. Und dann wieder dieses, ja, ich darf ja nicht schwach sein. Und Steffi ist mir wichtig, dann will die mich bestimmt nicht mehr wiedersehen. Ja, wenn ich die jetzt so runterreiße und ich so negativ drauf bin heute und so. Und dann ging es aber nicht. Ich habe einfach auch losgewettert, ja, und habe mir das irgendwie zugestanden. Und so kenne ich mich. Also sonst immer Maske. Immer kontrolliert und habe da schon gemerkt, okay, ja, ich lasse es jetzt einfach raus, ne, was es gerade in mir denkt und fühlt und alles. Und ich wusste im Kern, es geht nur ums Fühlen. Ich wusste, dass das ist alles Bullshit, was es in meinem Kopf denkt, über die Person und über die ganzen Zusammenhänge. Aber ich wusste, das Gefühl will einfach nur raus. So, und irgendwann hielt Steffi dann an und meinte so, ja, so, ich weine gleich mit und ach, komm mal her und nimmt mich halt in den Arm. Und ja, da muss ich dann so los sein. Da war mir auch alles egal und es war so heilsam, einfach so sein zu dürfen. Und sie sagte vorher, und das war so ein magischer Satz, der hat mich dann auch so zum Weinen gebracht, der hat mich auch so erleichtert. Also da kam einmal der Schmerz raus, aber auch die Erleichterung, weil sie meinte, Sarah, sag doch sowas nicht. Weil ich habe dann zu ihr gesagt, ich so, siehst du, ich habe dich ja gewarnt, ich bin heute kein Geschenk und so. Und dann meinte sie, ach so ein Quatsch, Sarah, also, du bist immer ein Geschenk, auch wenn es dir heute so geht, du bist ja trotzdem Sarah. Und das war irgendwie so ein wichtiger, wunderschöner Satz von ihr. Und dann hat sie mich halt in den Arm genommen, dann musste ich heulen, da war mir dann auch alles egal, ja. Und ich habe gemerkt, das hat ganz viel mit mir gemacht. Ja, und dann waren wir relativ schnell bei den Autos, ja, sind nach Hause gefahren. Und im Auto kamen mir dann so die Erkenntnisse. Und dann habe ich das hinterfragt, ja, und habe das Ganze mit der Wahrheit durchleuchtet. Der Wahrheit durchleuchtet. Das heißt, ich habe das mal geprüft, dieser Glaubenssatz. Bin ich wirklich verlassen, wenn ich mich in diesem Drama zeige? Und dann habe ich gedacht, okay, die Person, um die es da ging, wo ich 2, 3 Jahre alt war, das stimmt ja überhaupt nicht. Also die hat mich ja im Kern gar nicht verlassen. Und ich bin dann ja auch physisch nicht gestorben und die war emotional immer für mich da. Also das ist eigentlich der Mensch, der am allermeisten immer für mich da ist. Also totaler Bullshit, stimmt ja gar nicht. Ja, und dann bin ich so sämtliche Sachen durchgegangen. Und ich habe mir wirklich immer seit Jahren erzähle ich mir the same story, nämlich ich habe dann natürlich Bestätigung gefunden. Ja, wenn ich nicht in meiner Kraft war, dann haben mich Menschen verlassen. Und dass ich Menschen verlassen habe, wenn die nicht in ihrer Kraft waren. Und dann habe ich das so richtig hinterfragt und dachte, okay, war das denn wirklich so? Und bin so alle möglichen Beziehungen durchgegangen, also egal ob Freundschaft, Partnerschaften oder egal was. Irgendwelche Beziehungen, die sich aufgelöst haben, dachte, okay, war es denn dann immer so? Und deswegen, weil der andere dann irgendwie im Drama war und so. Und dann fiel mir auf, nö, stimmt ja überhaupt nicht. Also es stimmt einfach überhaupt nicht, dass weder ich verlasse den Menschen, weil genau das, was Steffi zu mir sagte, meine beste Freundin könnte ewig im Drama sein. So, und das, ja, es ändert ja nichts an dem Menschen. Und das, was bleibt, also was bleiben soll, das bleibt eh. Und alle Beziehungen, die sich auflösen, haben einfach ihren gemeinsamen Auftrag erfüllt. Da verliert sich dann die Resonanz, nicht mehr und nicht weniger. Und das kannst du eh nicht kontrollieren. Also ist scheißegal, ja, ob man sich so zeigt, wie man sich fühlt oder das versteckt. Und das Schöne ist, es bringt noch mehr Nähe. Ich kriege gerade so Gänsehaut, wo ich das sage, weil ich muss dir noch sagen, was passiert ist an dem Abend. Also Sonntagabend, da war ich dann zu Hause und da ging es mir schon deutlich besser. Und hatte schon das Gefühl, okay, da ist noch so ein Rest, aber ich glaube, morgen bin ich dann wieder in meiner Kraft. Und dann schickte Steffi mir einfach nur eine Nachricht mit einem Herz und mit einem, ja, total schönen Lied, ja, mit dem Text, so von wegen, ja, du bist ein Geschenk und so weiter. Und ach, ich habe so geweint vor Rührung und hatte dann Steffi auch abgedatet, also jetzt gestern Abend war das, ja, wie es mir ging und der Glaubenssatz und all das. Und dann meinte sie, ja, aber das ist doch voll schön, das zeigt ja auch total Nähe und Vertrauen, dass du dich mir einfach so zeigst, wie du bist. Und irgendwie gefühlt hat uns das noch näher zusammengebracht. Und dann hatte ich gestern Leaders Training auch mit den entsprechenden Menschen,
aus dem ALC und habe das halt auch ehrlich mit denen geteilt. Und dann meinte eine von den wundervollen Menschen am Ende, dass ihr ein Satz von mir so hängen geblieben ist und dass sie da irgendwie ganz oft drüber nachdenken musste und sich schon bei mir melden wollte deswegen und das auch noch gemacht hätte. Das war mir auch gar nicht mehr bewusst, dass ich das gesagt habe. Und das hat das alles so wunderschön abgerundet, weil sie meinte, dass ich am Ende in dieser Wertschätzungsrunde, in der Abschlussrunde gesagt habe, es tut mir leid, dass ich nicht in meiner Kraft war dieses Wochenende. Also wieder dieses mich dafür entschuldigen, dass ich nicht high frequency, dass ich nicht voll in meiner Kraft war. Und dann meinte sie, weil das ist ja irgendwie Quatsch, weil es ja so wertvoll und wichtig ist, wie wir da alle reinkommen. Also der eine in High Frequency, der eine im Struggle, der andere traurig. Aber wir bringen uns ja alle mit, also unser ureigenes Wesen und das, was halt gerade an Energie da ist. Und das macht das Ganze ja so wertvoll. Also warum dafür entschuldigen? Und das war für mich so, oh, wie wunderschön und wie wahr, wie absolut wahr. Und ich fühle mich jetzt all diesen Menschen, denen ich mich so gezeigt habe, noch viel verbundener. Und weißt du was? Es ist ein Filter. Weil wenn es tatsächlich passiert, wenn du dich voll und ganz zeigst mit allen Eigenschaften, mit allen Emotionen, es muss jetzt auch nicht um Drama gehen, ja, einfach genauso, wie du bist, ohne Maske. Und wenn sich deshalb eine Person von dir entfernt, dann sage ich dir ganz ehrlich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil was willst du damit in deinem Leben? Das tut doch nicht gut. Wir wollen doch für unser wahres Sein geliebt werden und nicht für irgendwelche Masken, die wir gelernt haben, uns aufzusetzen. Deswegen free yourself, ja. Es ist das Sicherste, du zu sein, weil wenn du bist und diese Wunden löst, ziehst du automatisch all das in dein Leben, was zu dir gehört, was wahrhaft zu dir gehört. Und das bleibt. Das kannst du nicht vergraulen. Ich habe es ausprobiert. Mehrfach. Glaub mir. Und der wunderschöne Abschluss war, es war ja das Training, Leaders Training. Und mein wundervoller Trainer, das ist jetzt der falsche Begriff dafür, aber er sagte halt, ja, das ist doch so wundervoll. Ja, das ist wieder I walk the talk und dann kam mir halt auch beim Sprechen, ja genau. Und jetzt kann ich wieder voll andocken, weil heile dein Herz. Ich weiß wieder, wie sich das anfühlt. Ich habe wieder genau denselben Prozess durchlaufen und ich würde es lieben, ja, diesen Prozess mit dir zu durchlaufen, wenn dein Herz resoniert, wenn du die Sehnsucht danach hast, dich selbst zu befreien, High Frequency anzuziehen, endlich dich nicht mehr zu schützen, frei zu sein. Und ich merke jetzt, oh, nachdem diese Herzmauer gelöst ist, ich fühle mich so, ich kriege gerade Gänsehaut, ich fühle mich so glücklich, so befreit und so, oh mein Gott, ist das wunderschön, jetzt mit einem neuen Glauben. Und jetzt kann ich es glauben. Vorher war das so, ja, ist ja auch irgendwie so, aber ich habe das nicht gefühlt und jetzt fühle ich das, weil ich eine neue Erfahrung gemacht habe und ja, sich das jetzt resettet hat, dieses Programm. Und mit diesen Worten möchte ich schließen und ja, dir nochmal die herzliche Einladung aussprechen, meine Arme ganz weit für dich zu öffnen, dich eingeladen zu fühlen zu dieser Reise, zu dir selbst, zu heile dein Herz. Letztmalig Anmeldung, wie gesagt, bis zum 3. April und dann starten wir schon am Ostermontag, am 5. April. Es wird übrigens, weil ich das immer wieder gefragt werde, ja, es gibt Aufzeichnungen, du musst am Ostermontag, da ist kein Live, ja, da ist dann einfach ein Video freigeschaltet, du kannst es auch erst Dienstag schauen, ja, wenn du Ostern komplett für dich frei halten möchtest, gar kein Problem. Und jeden Sonntag um 10 Uhr finden dann die Live-Calls statt, die auch alle aufgezeichnet werden, also es geht dir nichts verloren. Genau, und ich freue mich drauf. Ich bin ultra gespannt, welche Seelen da reinfinden und wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und hoffe, dass ich dich hiermit irgendwie inspirieren konnte.